Hallihallo, hallihallo, hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute mal wieder mit einem nicht Unboxing, aber Review von diesem wundervollen The Healing Mantra Deck von Matt Kahn. Wenn du magst, dann darfst du mich jetzt gerne begleiten, dieses Deck zu entdecken. Ich habe es zwar schon ein bisschen entdeckt, aber ich habe es erst seit gestern. Gestern habe ich auch das Unboxing gemacht. Aber da es sich hier um ein Deck handelt, wo das Bild nicht so im Vordergrund steht, sondern die Energie des Decks, aber auch eben die Worte, und ich gestern die Worte nicht so wusste, das ist ein englisches Deck, mir fielen die ganzen Worte nicht ein, einige wusste ich gar nicht, dadurch ist das Video sehr lang geworden und auch ein bisschen, ja, es ist nicht sehr konstruktiv geworden, sagen wir es mal so. Und dann habe ich überlegt, ich mache jetzt noch mal ein neues Video, ein Review, übersetze mir die Worte, und im Buch habe ich sie mir dann auch hingeschrieben sogar. Setze mich ein bisschen mit dem Deck auseinander, und das war auch ganz gut, weil ich jetzt auch weiß, wofür das Deck da ist. Das habe ich nämlich gestern noch nicht gewusst. Das ist ein Deck, was wirklich hochinteressant ist. Es hat unheimlich zauberschöne Energien, wirklich absolut zauberschöne Energien. Während ich das Deck vorgestellt habe, bin ich so ruhig geworden. Ich hatte einen inneren Frieden. Das ist nicht zu erklären, wie das passiert ist. Es ist zu erklären. Ich sag's euch auch gleich, obwohl ich innerlich ein bisschen aufgeregt war, weil ich ja eben die Worte andauernd nicht wusste. Ne? Ich war total relaxed. Ich war total relaxed. Und das kommt jetzt natürlich leider nicht in diesem Video rüber. Das kam dann natürlich besser in dem Unboxing-Video rüber, aber ich weiß jetzt halt auch, wofür es ist, dieses Deck. Es ist sehr gut geeignet für die Selbstreflexion. Es gibt eine wirklich absolut geniale, wunderschöne Energie. Es hat Mantren, die man verwenden kann, die man dann für sein Thema verwenden kann, die dann die Schwingung von dem Mantra, um in diese Schwingung von diesem Mantra zu kommen und letztendlich zu heilen, ja. Und das sind diese Karten. Und da sie aber auch gleichzeitig noch wirklich eine wunderschöne Energie haben, ist das ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und ich habe dann auch entdeckt, dass steht hier hinten, glaube ich, auch auf der Box, dass der Autor, dass er eben diese Mantras gechannelt hat, in Anführungsstrichen. Ich sage immer in Anführungsstrichen, weil Channeling ist immer so eine übermystifizierte Geschichte, und ich sage eigentlich eher Eingebungen. Also er hatte die Eingebung für diese Mantras, und er hat aber auch die Karten noch energetisiert. Er ist wohl ein sehr anerkannter spiritueller Lehrer und auch ein empathischer Heiler. Und er hat diese Karten wohl energetisiert. Und damit man eben seinen Körper, seinen Geist, was denn hier, Mind, Body, Heart und Soul, also Körper, Geist, Seele und Herz, dass man die ausrichten kann wieder. Und das habe ich voll gemerkt bei dem Unboxing. Das ist wirklich, ihr könnt mir das glauben, das ist hammermäßig. Das ist wirklich hammermäßig. Und es ist schade, dass das Deck auf Englisch ist. Ich habe geguckt, ob es auch auf Deutsch gibt. Es gibt es leider nicht auf Deutsch. Es ist von 2019. Das ist noch relativ neu. Vielleicht wird es auch irgendwann auf Deutsch. Viele Hay House Decks werden ja auch auf Deutsch übersetzt und dann ja auf dem deutschen Markt verkauft. Vielleicht in ein, zwei Jahren gibt es das Deck ja dann auch auf Deutsch. Das ist wirklich. Also für die, die kein Englisch können oder die damit ein Thema haben, weil ist ein wirklich, wirklich absolut wunderschönes Deck. Ja, okay. Ja, das ist so mein Vorwort zu der ganzen Geschichte. Dann wollen wir uns das jetzt mal angucken. Ich hatte es mir eigentlich gekauft, weil ich dachte, hier sind dann die Keywords. Man kann gut mit den Keywords vielleicht arbeiten, um eben Readings zu machen. Kann man auch. Ich habe gestern damit auch ein Reading gemacht. Und das hat sich unheimlich, also wirklich sehr gut gelesen. Ich wusste auch sofort, weil die Energie einfach gestimmt hat. Also es ist wirklich genial, wirklich. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Das ist also diese wunderschöne Box. Und die hat so einen leicht mattierten, ganz leicht, ich würde sagen, matt,
matt laminiert, ist es Touch, ja. Fühlt sich wirklich toll an, hat hier auch diese ein bisschen Vergoldung und ist sehr fest, ist halt Hay House. Hay House ist der Verlag, ist ein sehr guter Verlag, die haben eine super tolle Qualität. Also der Autor von dem Buch letztendlich oder der eben auch die Mandras gechannelt hat und so, das ist der Matt Kahn. Und die Kunst hat letztendlich die Jo Klima gemacht. Das ist auch eine sehr spirituelle Künstlerin, habe ich gelesen. Und die Box ist halt, wie gesagt, das ist die Box. Ne? Wenn man die hier so aufmacht, hat man hier auch schon so ein bisschen. Die ist echt, das ist wirklich total schön gemacht alles. Ja, fangen wir mal, jetzt würde ich sagen, mit dem Buch an. Also, das ist das kleine weiße Buch, was aber rosa ist und lila und golden. Und es ist total toll gemacht, das Buch, weil es ist dünn, es hat wirklich die wichtigsten Informationen. Es wird nicht viel drumherum geredet. Und da es ja auch Englisch ist, genau richtig für Leute, die vielleicht auch einfach mal schnell ins Buch gucken wollen und was wissen wollen, ja. Okay. Das Buch hat auch nicht so viele Seiten. Es hat 55 beschriebene Seiten und dann sind hier noch so ein paar Werbungsseiten. Und das Ganze ist, glaube ich, wie gesagt, von 2019. Genau, 2019. Und das mehr braucht man nicht wissen. Und es hat hier eine kleine Inhaltsangabe. Es hat nicht viel, wie gesagt. Es hat nur eine kleine Einleitung, wo halt erklärt wird, was ein Mantra ist. Und dann wird alphabetisch geordnet, die Karten dargestellt, hier mit der Seitenzahl auch. Und das war es eigentlich auch schon. Zum Schluss hat man noch über den Autor und eben den Künstler was. Und das war's und mehr braucht man auch nicht, ja. Finde ich. Also man braucht nicht großartig noch irgendwelche Karten. Legungen und wie man ein Deck behandelt, wie man die Karten behandelt, wie man Fragen stellt. Man kann das Ganze auch intuitiv machen, wobei hier muss man ja gar keine Fragen stellen, so richtig. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Mantra ist im Prinzip sowas wie eine Affirmation. Es ist ein Satz, es sind mehrere Wörter, die einen Sinn ergeben, einen tiefen Sinn sogar, die eine gewisse Weisheit ausdrücken und die dann immer wieder wiederholt werden, meistens in Form von Gesang. Ja, da gibt es auch einige wirklich großartige Künstler, die das auch machen. Jetzt fällt mir gerade die größte nicht ein. Glaubst du es? Die Deva Mythen und, nee, Deva und Mythen, nee, Deva Mythen, ach, ich weiß nicht mehr, die macht das zum Beispiel. Ja, und genau, und dann kommen auch schon die Karten. Und da hat jede Karte eine Seite, ja. Und da wird eigentlich alles schon erzählt, was man braucht. Zum Beispiel hier, hier zum Beispiel bei Awakening Inspired Action. Ich habe hier dann mir übersetzt inspirierende Handlung auf. Also das bedeutet also, dass man die inspirierende Handlung aufwecken soll und es bezieht sich letztendlich auf die Bewusstwerdung. Und man hat hier dann immer das Symbol von der Karte. Jede Karte hat ein Symbol. Dann hat man hier das Keyword letztendlich, Awakening Inspired Action. Dann hat man hier das Mantra, There is only what life is asking for of me. Also das ist, da ist nur das, was das Leben mich fragt letztendlich. Und when you awaken inspired action, you are an open, willing participant in your soul's journey. You are ready, willing and able to face any feeling or make any necessary change just for the change to serve the cosmic plan of the universe. Also wenn du eben wenn deine inspirierende Aktion erwacht ist, oder wenn du, ja, weiß ich jetzt gar nicht, wenn you awaken inspired, ja, wenn du eben inspirierende Aktionen erwachen lässt, dann bist du offen und bereit, eben in deine Seelenreise teilzunehmen oder deine Seelenreise eben zu beginnen. Du bist bereit und auch able, also ja, ich sag mal, bereit, dich eben
den Gefühlen zu stellen, die es notwendig machen, eine Veränderung zu machen, die eben im kosmischen Plan liegt. Also die eben das die Seele letztendlich will, würde ich jetzt übersetzen. Ne? Also das steht dann hier, da steht dann hier immer noch ein kleiner Text. So, und dann haben wir hier, wofür das Mantra letztendlich ideal ist, ja, und dieses Mantra ist jetzt ideal, um seine Selbstsabotage zu überwinden, seine Boredom, Solving Boredom, seine Langeweile aufzulösen. Und heißt es überhaupt Langeweile? Weiß ich jetzt gar nicht. Und seine Vollkommenheit letztendlich zu vergrößern oder seine Fulfillment, ja, so in der Art halt, ne? Okay. Ja, und das hat jetzt halt jede Karte. Also, wie gesagt, das Symbol, das Keyword, worum es geht. Hier haben wir das Mantra, hier haben wir den Text und hier haben wir, wofür das Mantra gut ist. Zum Beispiel, also man kann das natürlich verwenden, intuitiv, wofür man will. Und das war es auch schon, ja. Und man kann, das Buch ist unheimlich, ist wirklich sehr, sehr schön aufgegliedert. Man findet sofort die Karten, ja, weil die sind auch alphabetisch geordnet. Man braucht einfach nur hier rumzublättern. Dann findet man die, ist alles sehr übersichtlich gestaltet. Das ist die Art von Buch, die ich liebe. Kurz, knapp, übersichtlich, alles, was man braucht, hat es drin und mehr braucht man nicht. Ja, also wirklich ein sehr, sehr tolles Buch, gefällt mir sehr gut. Ist übrigens auch matt laminiert, hat auch, fühlt sich auch gut an in der Hand. Hier haben wir übrigens auch noch den Matt Kahn. Und dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt weiter mit den Karten. Hier haben wir die Karten. Die sind jetzt nicht geordnet, das muss man aber auch jetzt nicht alphabetisch geordnet haben. Es ist ja kein Tarotdeck, das kann ja dann auch durcheinander sein. Die Karten sind so aufgebaut, dass man eine Rückseite hat, wo eben dann letztendlich das Mantra steht. Ja, da hat man dann aber auch immer noch das Symbol und die Farbgebung hier am Rand von der eigentlichen Karte. Und auf der Vorderseite ist es so, hat man dann das Thema Balancing the Brain, ist es hier in dem Fall, und dann das wunderschöne, sehr energetische Bild oder das Symbol oder wie auch immer du das nennen willst, ja. Also ganz toll gemacht und ich werde schon wieder ganz ruhig. Die Kartenqualität ist übrigens sehr gut, typisch Hay House. Sie hat die gleiche Kartenqualität ungefähr wie dieses Ancestor Oracle Deck zum Beispiel, für die, die das kennen. Und hat auch die gleiche Größe, hat Hay House Orakel Kartengröße. Die sind nicht so super groß. Es gibt auch Orakelkarten, die noch größer sind. Und im Vergleich zu einer Tarotkarte ist es dann die Größe, das ist hier eine Standard-Tarotkarte, ja, damit ihr einfach wisst, wie es ist. Und die Kartenqualität ist wirklich sehr fest, dick, flexibel, ja, und ganz, ganz matt laminiert. Also ich mag diese Art von Karten sehr. So, genau. Dann haben wir, würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit dem kleinen Flip-through. Ich gehe jetzt erstmal die Vorderseite durch und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, zeige ich euch noch ein paar von den Mantras. Ja, okay, dann haben wir hier jetzt Balancing the Brain, also das Gehirn ausbalancieren. Ah, da kann man ja schon mal anfangen. I can be and do all at once. Ich kann sein und tun alles zur gleichen Zeit letztendlich. Polishing my heart, mein Herz polieren. Overcoming fear. Transforming tragedy. Ach so, Overcoming Fear heißt Angst überwinden. Transforming Tragedy heißt Tragödie transformieren letztendlich.
Encountering Konflikt, sich dem Konflikt stellen. Unrevealing Codependency, Co-Abhängigkeit enträtseln. Und da haben wir auch ein schönes Mantra: Only I have to feel good about my choice. Also ich habe nur mich gut zu fühlen über meine eigene Entscheidung. Alles andere ist wurscht. Also nur ich bin wichtig und meine Entscheidung letztendlich. Untangling Neglect. Ich weiß jetzt wieder nicht, was Neglect heißt. Ich werde mal schnell im Buch nachgucken, weil das war das, was ich überhaupt nicht wusste. Wenn ich es dann so schnell finde. Das heißt, genau, da habe ich die Übersetzung nicht genau gefunden. Vernachlässigung, Versäumnisse, also Nachlässigkeit entwirren. Ich weiß aber nicht, ob das so stimmt. Vielleicht hat ja einer eine Idee, was es heißen könnte, der gut Englisch kann. Ich habe damit echt ein Thema mit dieser Karte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. I take the time to give myself all the approval I desire. Ich nehme mir die Zeit, mir selbst. Das hatte ich mir übersetzt, die Genehmigung zu geben für meine Wünsche oder was ich halt. Ach, jetzt habe ich das schon wieder, dass ich die Worte nicht weiß. Processing Grief, Trauer verarbeiten. Unhooking the past. Die Vergangenheit abhaken. Expanding Power. Inner Power, die innere Kraft ausweiten. Overcovering Confidence. Das Vertrauen aufdecken. Apprehension. Befürchtungen anerkennen. Welcoming Surrender. Kapitulation. Willkommen heißen. In dem Fall heißt es Surrender Kapitulation. Celebrating Simplicity. Die Einfachheit zelebrieren. Releasing Expectations. Erwartungen freilassen. Boah, die ist total schön, die Karte. Eigentlich müsste ich das langsamer machen, damit man in die Karte eintauchen kann, aber Receiving Elation, Begeisterung empfangen. Honoring Adversity, Widrigkeiten honorieren. Sharing Shame, Scham teilen. Ich werde schon wieder ganz ruhig. Das ist der Hammer. Ungeduld. Wie heißt denn das? Entspannen. Ungeduld. Ich weiß gerade das Wort wieder nicht. Ich muss mal schnell gucken. Soothing, wenn was entspannt, ja, entspannen, beruhigen, Ungeduld beruhigen, war ich doch richtig. Awakening Inspired Action, die hatten wir ja eben. Rewriting the Subconscious, das Unterbewusstsein überschreiben. Demystifying the darkness, die Dunkelheit demystifizieren. Ja, und das hat beides Berechtigung, die Dunkelheit und das Licht. Deconstructing doubt, Zweifel abbauen. Resolving anger. Wut auflösen. Opening my mind.
meinen Geist öffnen. Dispelling Sadness. Also ich weiß nicht, also Traurigkeit zerstreuen oder so, aber ich würde einfach sagen auflösen. Wobei ich kann ja jeder übersetzen, wie er will. Activating the third eye. Das dritte Auge aktivieren. Embodying my soul. Meine Seele verkörpern, also meine Seele in meinem Körper spüren sozusagen und leben. Dissolving Judgment, Judgments, Verurteilungen auflösen. Da geht es auch um die eigenen Verurteilungen, nicht nur um die der anderen. Befriending Pain, sich mit dem Schmerz anfreunden. Was haben wir denn hier eigentlich? When discomfort becomes a friend, my most limiting beliefs are healed. Wenn das Unangenehme Freund wird, werden meine limitierten Vorstellungen heilen. Wow. Invoking Self-Realization, die Selbstrealisierung aufrufen, anrufen. Das ist eine total schöne Karte, finde ich. Sieht aus wie ein Schmetterling. Ich glaube, es wird gerade aber nicht scharf. Expressing free will, freien Willen ausdrücken. Oh, die ist total schön. Illuminating the truth, die Wahrheit beleuchten. Grounding my energy, meine Energie erden. Greeting wellness, Wohlbefinden begrüßen. And anchoring the light, das Licht verankern. Creating cooperation, Zusammenarbeit kreieren. Cultivating courage, Mut kultivieren. Hearing inner guidance, innere Führung, die innere Führung erhören. Die ist total, die ist sehr friedlich, diese Karte. Wow. Asking for angelic support, für Engelsunterstützung. Nachfragen. Ich weiß aber jetzt nicht genau, ob das wirklich Engel heißt. Vielleicht heißt es auch noch was anderes. Amplifying Abundance. Fülle erweitern, vergrößern, wie auch immer. Allowing Appreciation. Dankbarkeit erlauben oder auch Würde. Ich würde sogar eher sagen Würde, dass man die Dinge würdigt. Inspiring others, andere inspirieren. Discovering happiness, Freude oder Glück entdecken. Inviting ecstasy, Verzückung einladen. Exploring Unity Consciousness, das Einheitsbewusstsein entdecken, genau so habe ich es übersetzt. Und die ist ganz zart, man sieht kaum das Symbol. Integrating the Ego, das Ego integrieren, das finde ich auch eine sehr schöne Karte. Rewriting the nervous system, die finde ich auch sehr
Rewiring the Nervous System, die finde ich auch sehr schön, weil das nämlich ein sehr schöner Ausdruck ist, das Nervensystem zu neu zu verkabeln. Ja, das finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Embracing Worthiness, den Wert umarmen, auch den eigenen Wert natürlich. Und die Würde, da geht es auch wieder um die Würde. Liberating Love, die Liebe befreien. Healing Heartbreak, das gebrochene Herz heilen. Und das ist auch ein schönes Mantra übrigens, was hier steht. My heart will love again. Wow. Und ja. Growing beyond guilt, hinter der Schuld wachsen. Ja, das sind also diese Karten. Ich glaube, mit denen kann man wunderbar arbeiten, auch jetzt ich so als für die Readings, aber auch privat. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier die Rückseite, die gehe ich noch mal so ein bisschen durch. Ich erlaube mir, all das zu empfangen, all das Vollkommene zu empfangen, was ich selbst auch bereit bin zu geben. Fulfillment, weiß ich gar nicht, ob das für Vollkommenheit heißt. Oh, das ist schön. I feel worthiness filling every cell of my body. And it feels amazing. Oh, Feeling weiß ich jetzt nicht. Also ich bin es wert, jede Zelle von meinem Körper zu spüren, würde ich fast sagen. Und das ist wunderbar. Ah, nein, sorry, ich habe es falsch gelesen, weil ich durch die Kamera geguckt habe. Ich fühle, wie sich mein Körper mit Wert und Würde füllt, wie jede Zelle von meinem Körper sich damit füllt. Und das fühlt sich wirklich sehr, sehr, sehr schön an. I find strength in surviving my trauma. Ich finde Stärke, indem ich meine Traumas überlebe. Everything is for me, not against me. Alles ist für mich, nichts ist gegen mich. Das ist das Ego. Das ist das Ego-Ding. I am one eternal light appearing as all. Ich bin ein einzelnes Licht, was alles appearing widerspiegelt, würde ich jetzt fast sagen. I'm worthy of all the pleasure my heart desires. Ich bin mir wert für alle meine Vergnügungen, die mein Herz sich wünscht. Ich erlaube meinem Selbst oder mir selbst zufrieden zu sein, genauso wie ich bin. Ja, das sind so ein paar Beispiele jetzt noch. Ich erlaube meinem Selbst, hinter all die Vorstellungen und Ideen zu schauen. Was haben wir denn da für ein Open My Mind, ja. Ja, ihr Lieben, das sind also diese, ich kann mich nur wiederholen, wundervollen Karten. Wow, die ist so schön, die Karte. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal so ein kleines Reading. Also wir gucken mal, was die Karten uns jetzt zu sagen haben, auf was wir jetzt vielleicht gerade achten dürfen in der jetzigen Zeit. Also so eine Art Zeitqualitätskarte. Und wollen wir erstmal gucken, wie die sich hier mischen lassen. Ich weiß ja schon, die lassen sich gut mischen, wenn man die Kamera nicht dazwischen hält. Und ich brauche es ja jetzt nicht zu mischen, wir hatten sie ja schon gemischt. Und wollen wir mal gucken, was die Karten uns sagen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen kalte Hände, weil es ist gerade kalt geworden und ich habe die Tür offen. Ich hoffe, ich kann die Karten jetzt mischen. Gucken, ob eine rausfällt. Was möchten uns denn dieses wundervolle Healing Mantra Deck sagen, auf was wir jetzt achten dürfen? Die wollte hier nicht weiter, aber das sind zwei und das sind überhaupt drei. So viel wollen wir gar nicht.
jetzt zwei Karten. Was haben wir denn jetzt hier? Asking for angelic support. Also ich würde einfach nur sagen, asking for support. Ich mag es nicht, mich so festzulegen auf Engel, sondern eben einfach auf ja, alles, was es gibt, was einen unterstützen kann. Und Deconstructing Doubts. Also man soll seine Zweifel abbauen. Ich lese es jetzt mehr als ein Reading, als jetzt mit Mantras zu arbeiten, logischerweise. Und hier steht jetzt meine Engel, my angels respond when I'm open and authentic about how I feel. Also meine Engel antworten mir, wenn ich mich offen und authentisch, wenn ich offen und authentisch bin zu dem, was ich fühle. Und die Karte hatte ich jetzt, glaube ich, gestern auch schon in einem Reading und die sagt, also in meinem eigenen, glaube ich, ich habe ja gestern mit den Karten so ein bisschen gespielt, auf alle Fälle hatte ich die schon mal und ich habe mir die so gebaut, weil ich möchte mich nicht auf Engel alleine berufen, dass du natürlich in deiner Bewusstwerdung immer auf Unterstützung fragen darfst. Und du solltest dich eben auch öffnen für diese Unterstützung und dich auch authentisch deinen Gefühlen letztendlich stellen. Und die Karte bedeutet für mich eigentlich zwei, hier geht es eigentlich mehr darum, sich seinen Gefühlen offen zu sein für seine Gefühle und für seine Gefühle und dann in dem Moment, wenn man offen ist für seine Gefühle, wenn man authentisch ist mit seinen Gefühlen, dann ist man eigentlich auch bereit, sich damit auseinanderzusetzen und dann ist es natürlich auch gut, wenn man sich Unterstützung holt. Ob es jetzt geistige Führer sind oder auch irdische Führer oder auch irdische Menschen, die Herzmenschen zum Beispiel, die können ja auch unterstützen. Das ist dann letztendlich die Entscheidung von demjenigen, der das macht. Ich möchte mich hier nicht auf die Engel allein zurückführen, sondern wirklich hier geht es um Menschen, die dich unterstützen, um geistige Führer, die dich unterstützen. Ja, es kann auch zum Beispiel ein Tier sein oder weiß ich nicht. Also es kann jeder sein, der dich unterstützen kann, in deinem Weg offener zu werden, wie du fühlst. Also es geht um die Offenheit deiner Gefühle letztendlich und um die Authentizität deiner Gefühle, beziehungsweise das dann letztendlich auch authentisch auszudrücken. Also so würde ich die Karte jetzt in einem Reading lesen. Wenn du die privat liest, ist es natürlich nochmal was anderes, dann... Ich muss es ja jetzt ein bisschen umwandeln. So, wir haben hier Deconstructing Doubts, also wir haben hier den Abbau von Zweifeln und Only my beliefs are in my way, nur meine Vorstellungen sind in meinem Weg und das ist genau die beiden Karten, die passen wirklich sehr gut zusammen, finde ich, weil hier geht es darum, einmal nicht daran zu zweifeln, dass man eben auch vielleicht geistige Unterstützung haben kann, eben von Engeln oder von aufgestiegenen Meistern oder von Krafttieren oder von Gott oder von, ich weiß nicht, wer da oben noch so alles rumhängt, ja, vielleicht auch von Ahnen und dass man sich dafür öffnet, aus seiner Vorstellung rausgeht, kann jetzt diese Kartenkombination bedeuten, öffne dich dem, was da noch ist und halt nicht an alten Vorstellungen fest und öffne dich dem, was da eben noch ist, was nicht erklärbar ist, ja, könnte jetzt eine Geschichte sein oder aber, dass man eben nicht an seinen Gefühlen zweifelt, weil ich finde, diese Karte hat hier zwei Aussagen. Einmal, dass man eben sich Unterstützung holen sollte und zum anderen, dass man eben seine Gefühle offen und authentisch zeigen bzw. auch erstmal wahrnehmen sollte. Also, dass man sich seiner Gefühle öffnen sollte und sie dann authentisch zeigen sollte. Und da ist man ja auch oft im Zweifel und da hat man ja auch oft vorgefertigte Vorstellungen, ja. Und die darf man, und Zweifel, und die darf man auch öffnen. Da darf man sich eben auch öffnen. Und deine Zweifel sind letztendlich im Weg und deine Vorstellungen sind dir im Weg,
deine Gefühle authentisch zu leben und zu, wir haben jetzt hier einen kleinen Hundealarm, zu leben und auszudrücken und dich deiner Gefühle zu öffnen, ja. Das sagen mir die Karten. Also sie haben zwei Bedeutungen. Du kannst jetzt beide Bedeutungen mitnehmen, du kannst dir auch nur eine mitnehmen. Ich finde, die beiden, die kann man auch zusammen mitnehmen, ja. Okay, so kann man also diese Karten lesen. Ich finde das sehr schön. Also für mich eignen die sich auf alle Fälle für meine Readings. Aber wie gesagt, die sind wahrscheinlich auch wundervolle Karten, um mit sich selbst zu arbeiten, ja. Und wie gesagt, in dem Buch stehen ja auch noch Texte, die das Ganze ein bisschen, die das Ganze so ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, die das Ganze noch mal ein bisschen durchleuchten. Ach, ich finde das jetzt nicht mehr. Wie hieß denn das? Asking, also mit A. Weil ich wollte jetzt gerade noch mal bei den Engeln gucken, was da überhaupt steht. Oh, da steht ziemlich viel. Ja, also wenn du eben nach dem Engelsunterstützung fragst, dann fragst du nach einem höheren, nach einer Lösung von einem höheren, ja eben, von einer höheren Bewusstseinsebene letztendlich. Und es geht wahrscheinlich auch eben darum, naja, ich will mir jetzt das Ganze nicht durchlesen, aber es geht hier schon auch um, also Sie haben es hier auch verallgemeinert, dass es eben darum geht, wie ich schon gesagt habe, sich eben das, sich auch dem zu öffnen, was da eben noch ist und die eben dort eben auch nachzufragen letztendlich, ne? Also die geistigen Führer letztendlich. Okay. Ja, ich finde diese Angels-Karte eigentlich sehr schön von der Energie her. Aber ich lege jetzt beide hin, weil das ist jetzt die Energie von der jetzigen Zeitqualität. Und ich, ja, ich freue mich natürlich auch hier wie immer über Feedback, wie euch das Deck gefällt, was ihr davon haltet. Kennt ihr das schon? Hat jemand was dazu zu sagen? Am liebsten habe ich das natürlich in Form von Kommentaren. Und ja, wenn du da noch was kommentieren möchtest oder den Film liken möchtest, dann freue ich mich natürlich. Und ich danke dir sehr, dass du mich durch das Deck hier begleitet hast. Und wenn du noch eine private Lesung zum Beispiel von mir haben möchtest, wenn du irgendwie vielleicht noch wissen willst, was mit deiner Seele los ist oder irgendein Alltagsthema oder wenn du Fragen zu dem Deck hast oder auch generell zu Kartenlegungen allgemein, wie man das macht oder zu irgendeinem Deck, dann darfst du mich gerne anschreiben. AndreaWürk.com ist meine Webseite. Da findest du unter anderem auch meine Telefonnummer und du darfst mich gerne über WhatsApp und Telegram anschreiben. Das ist mir nämlich am liebsten. Und genau, das war alles, was ich noch zu sagen hatte. Ich danke dir sehr fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Und ich kann, ja, und wichtig ist, dass du da dich öffnest, dass du deinen Horizont ein bisschen erweiterst und dass du jede Unterstützung annimmst für deine Herzöffnung, sage ich mal, die du brauchst. Ja, okay, alles Liebe, tschüss.